Oh nein, alles normal. Muss einer von Chalmers Männern sein. Und wo ist dieser Bogenschütze hin? Trolle. Sie haben ihn in die Höhle gezogen. Ich frage mich, ob er noch lebt. Der Bogenschütze war auch verwundet. Also war ich doch auf dem richtigen Weg. So ein Kackscheiße. Kocht ihr da was? Ja, kochen. Hey, du da! Hilf mir! Das Wasser wird heiß! Schnauze! Ich brauche den Mann. Nein, wir bekommen Mensch von mir Hilf. Ich Rätsel lösen. Du magst Rätsel? Spielen wir doch um ihn. Gewinne ich, nehme ich ihn mit. Verliere ich, springe ich zu ihm in den Topf. Gut, gut, gut. Nicht blubbern. Erstes Rätsel. Viel essen, viel trinken. Groß er ist. Schritt groß, Schlag groß. Die Antwort lautet ein Wal. Falsch! Ist Troll! Wal kein Schritt! Dummer! Er im Topf! Warte noch, ich bin dran. Ich bin leicht wie eine Feder, aber nicht mal ein Troll kann mich lange halten. Die Antwort lautet, dein Atem. Na gut, du bist dran. Aber mach schnell, sonst ist mein Kumpel gleich gar. Nein, verdammt! Ein Reim, Reim. Kalt und spritznass. Ein Reim, Reim. Kalt und spritznass. Welle klatsch. Und das ist jetzt... Kalt und spritznass, Welle, Klatsch.
ein Felsen. Rätsel schwer. Mensch, Texen. Ich hab fair gewonnen. Rätsel dumm. Feder. Troll nicht halten. Nicht Bibi. Okay, jetzt wollen sie doch kämpfen, oder? Kannst du gehen? Ja, ich schaff's schon. Verschwinden wir von hier. Alles in Ordnung? Ich gehe nie mehr in eine Sauna, aber sonst geht's mir gut. Du hast mich gerettet. Wie kann ich dir danken? Ich suche Hjalmar. Hjalmar? Würde ich auch gern wissen. Er und der Rest der Mannschaft. Es muss was passiert sein. Sonst hätte er nach mir gesucht, als ich in jener Nacht verschwand. Ganz bestimmt. Warte mal. Warum suchst du Hjalmar? Krach hat mich geschickt, um Hjalmar zu finden. Auf Ard Skellig soll ein neuer König gewählt werden. Alle warten auf die Rückkehr des Jungen an Kret. Dann hat's schon angefangen. Hjalmar, Herrscher der ganzen Skelligen. Denkst du, er ist nicht der Richtige? Hjalmar ist unverantwortlich, stur und hört auf niemanden. Aber er ist ein geborener Anführer. Wir sind Freunde, seit wir Kinder waren. Er, Ceres und ich. Ceres erhebt ebenfalls Anspruch auf den Thron. Ceres? Aber sie... Nun, sie ist... Wie der Vater, so die Tochter. Was ist mit Krach? Hat er sie bestärkt? Hat er sie in ein blödsinniges Abenteuer geschickt? War nicht begeistert. Besonders, weil Ceres los ist, ohne ihm ein Wort zu sagen. Mir auch nicht. Wo ist sie hin? Hat sie jemanden mitgenommen? Spikerok. Und nein, niemanden. Sie ist allein los. Verflucht nochmal. Wenn ich einmal nur... Ist sie wieder zurück? Weißt du das? Ja, sie ist zurück. Hat getan, was sie tun wollte. Den Göttern sei Dank. Hast du eine Idee, wo Hjalmar den Riesen vermutet haben könnte? Wir haben erfahren, wo er haust. In den Höhlen oberhalb des Dorfs. Hjalmar hat entschieden, dass wir am besten über den See fahren. Vigi, der Spinner, hat steif und fest behauptet, er wüsste einen besseren Weg. Durch die Minen. Aber keiner von uns wollte in eine Monstergrube steigen. Was heißt das? Wie bist du von den anderen getrennt worden? Hab Nachtwache gehalten. Und gesehen, wie Egner von Farö Hjalmars Hornwalhorn gestohlen hat, mit dem man die Sirenen vertreiben kann. Der Kerl ist davongeschlichen und ich bin ihm nach. Keine Ahnung, was in diesen Idioten gefahren ist. Hab Hjalmar gewarnt, dass er ihn nicht mitnehmen soll. Mindestens 1000 Mal. Und? Hast du ihn eingeholt? Ja, in dieser Höhle. Der Bastard hat so laut geschrien, dass er die Trolle angelockt hat. Dachte schon, die Biester fressen mich gleich auf. Haben mich aber nur in eine Marinade getunkt. Meinten, ich wäre heute reif. Wäre mein sicheres Ende gewesen ohne dich. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich wissen muss. Mach's gut. Warte, ich komm mit. Zum Glück haben die Trolle meinen Bogen nicht als Anmachholz benutzt. Cool, haben wir einen Begleiter. Gut. Gehen wir. So, der Typ. Doch. Ah.
Zeig mir, was du zu bieten hast. Spiels. Kampfspuren. Sie sind zu den Höhlen gerannt. Der Riese hat sie gejagt. Irgendwie so ein Horn, ja. Zack. So, meine Fackeln jetzt sind. Ach, da. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay, toll. Der Riese wollte rein, hat dann anscheinend aufgegeben. Ist hier entlang. Ist tief. Ich sollte mir das Genick nicht brechen. Bringt wohl gar nichts.
Sauberer Schnitt. Der Kopf ist sicher weit geflogen. Hat bis zum bitteren Ende gekämpft. Thorsten. Ich will aber noch mal kurz die Höhle hier absuchen. Gibt's bestimmt noch Sachen. Alter, ist das dunkel hier. Okay, das dauert hier wirklich. Sie wurde zerstückelt. Wahrscheinlich von zwei Personen. Der Rest der Mannschaft ist weiter. Wie viele mögen da noch übrig gewesen sein? Hjalmar hat hier viele Männer verloren. Arvid an Tordaroch. Er wollte unbedingt mit uns kommen. Oh, jetzt ist auch der Hut. Die hat den halben Köcher abbekommen. Die hat den halben Köcher abbekommen. Ja, ich wollte an die Leiter. Ich weiß. Gehen wollen.
ich hier nichts machen muss an dem Baum. Das verwundert mich ja. Doch eine Kiste hier sehen von oben. Warte. Boah. Hier ist eine zum Baumwolle. Den noch nicht spawnen oder nicht? Schwierig zu erkennen, ob da eine Kiste drin ist oder nicht. Ne? Da sieht auch wieder aus wie eine Kiste. So, können wir jetzt endlich hier hochgehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Was du zu bieten hast. Über uns.
Oh, ernsthaft jetzt. Das ist ja jetzt wirklich blöd. Da unten war jetzt nichts Tolles, ne? Ja, das ist blitzig. Nimm die Relikstiefel hier mit. Machen wir das nochmal. Ah, Mann, ey. Wirklich. Das ist so eine blöde Mechanik, ey. Nichts, was großen Wert wäre. Geteilt. Ah, danke für den Vorhang. Oh, ihr Götter, das sind fast 20, aber kein Chalma. Sorry, Leute, meine Frau hat gerade geschrieben. Was du zu bieten hast. Noch eine Spur. Viele alte Spuren,
Der Riese muss hier oft entlang gegangen sein. Hätte ich mal lieber Quen einsetzen sollen. Aber wenigstens muss ich hier alles normal machen. Den kleinen Kram hier einsammeln. So, mal gucken. Ich bin schon auf den Riesen gespannt. So. Muss noch den komischen Troll da eben mal besiegen. Wir brauchen diese Meisterhandwerksschmiede-Zeug da. Oh, jetzt speichere ich aber erstmal. Zack. Das muss die legendäre Schmiede sein. Ich muss nach dem Werkzeug suchen. Hui. Schmiedewerkzeug, aber verziert? Das muss das Werkzeug sein, das Joanna gemeint hat. Oh, hier gibt's. Ah, nice. So, dann haben wir jetzt auch diese Schmiedewerkzeug, das ist ja schon mal gut. Jetzt müssen wir nur noch den Riesen finden. Viele alte Spuren. Der Riese muss hier oft entlang gegangen sein. Noch eine Spur. Geht's wohl weiter.
Männer lang gerannt anscheinend. Über so eine ganze Insel da so einen Typen zu finden, ja. Volan, ich dachte, du wärst tot. Wo bist du gewesen? Ceres ist nach Speaker Rogue. Allein. Aber du konntest ja nicht warten. Du musstest dich wegschleichen, als ob dir jemand den Riesen wegnehmen würde. Ceres. Sie hat also Anspruch auf den Thron angemeldet? Und du wärst lieber bei ihr? Ich hätte zumindest gern die Wahl gehabt. Warte. Vielen Dank, Geralt von Riva. Ich werde nie vergessen, dass du mir geholfen hast. Dein Vater hat mich geschickt, um dich zu suchen. Ich muss noch einen Riesen besiegen. Danach komme ich nach Hause. Erst muss ich aber Life helfen. Life ist tot. Was? Nein, der ist nur ohnmächtig. Hat nur etwas Blut verloren. Er ist tot, glaub mir. Er hat geschworen, seine Klinge ins Herz des Riesen zu stoßen. Bei den Knochen seiner Vorfahren. Kommst du mit? Blöde Frage. Komm mit, Geralt. Okay. Normalerweise werde ich für so eine Sachen bezahlt. Beeilung! Kein Herumgetrödel! Du kannst es ja gar nicht mehr erwarten. Viele bunte Sachen. Ich sag's dir, dieser verdammte Bastard ist riesig. Oh, wir werden ihn gleich. So, ja, in den Häusern ist ja wahrscheinlich nicht. Erstmal Feuer an. Ist ja auch kalt hier oben. Ich kann's nicht fassen, dass ich den Scheißkerl endlich habe. Nun. Nein, noch haben wir nicht.
Na gut, den sagt mir auch noch mit. Silber, Silber. Nur Silber ist das wahre Gold. Mal schauen. Bin ich gespannt hier. Geralt, hilf mir, das zu zerstören. So kommen wir sicher zur Höhle des Riesen. Aha. Okay. Ich gebe dir Deckung. Ich postiere mich so, dass ich den Riesen im Blick habe. Es wird kälter. Kann nicht mehr weit sein. Aha. Vorsichtig. Ein falscher Schritt und er ist wach. Hey, schnell! Lass mich raus, bevor er aufwacht! Der Schlüssel müsste hier irgendwo sein. Warte. Weißt du, wie Viggy noch genannt wird? Der Spinner. Und das aus gutem Grund. Am besten bleibt er da drin, bis wir mit dem Riesen fertig sind. Was? Bist du jetzt völlig verrückt, Ankret? Ich dachte, er wäre dein Kamerad. Das ist er. Deshalb weiß ich auch, was er tun wird. Also gut. Dann sollte er lieber im Käfig bleiben. Was? Das wirst du mir büßen, Ankret. Willst wohl den ganzen Ruhm allein einsacken? Lass mich sofort raus! Deine Schuld. Bei Viggy wusste man nie genau. Vielleicht hätte er sich sofort mit bloßen Fäusten auf den Riesen gestürzt. Und das wäre der Tod für uns alle gewesen. Danke für deine Hilfe, Weißer Wolf. Geralt, der Riesentöter. Ich sorge dafür, dass die Skalden davon singen. Klingt jedenfalls besser als Schlechter von Blaviken. Also gut. Verschwinden wir von hier. Gehen wir. Nein, ich will mich umsehen. Segelst du zurück nach Artskellig? Ja, schließlich werde ich gekrönt. Ich habe den Riesen getötet und Vic zurückgewonnen und meine ganze Mannschaft verloren. Vielleicht hätte ich allein lossegeln sollen. Wie Ceres. Die Inselbewohner werden es als großen Sieg betrachten. Weil die Skelligen Sieger sind. Ich aber meine Freunde verloren habe. Sie haben mich zum Anführer gemacht. Sie haben an mich geglaubt. Und Ceres? Ist sie schon wieder zurück? Ja,
Sie hat erledigt, was sie auf Speakerrot machen wollte. Sie hat sich schon immer gern mit mir gemessen. Bisher habe immer ich gewonnen. Nun, ich sollte mich auf den Weg machen. Mach's gut, Geralt. Danke für deine Hilfe. Ja, bitte, leb bitte. Wohl, Ankret. Muss jetzt den ganzen Weg nochmal da hochrennen? Leg mir doch die Beulen. Sturm, verdammt. Ach, verdammte Axt. Um die Höhle da jetzt zu suchen und den Riesen muss ich da jetzt nochmal den ganzen Weg latschen. Seine Scheiße. Nicht zu schnell. Ach, guck mal, ich komm mal eben vorbei. Ich wollte ja eh nochmal zu dir. Das ist natürlich in Ordnung. Seht nur, Leute! Weißhaar ist zurück! Was führt dich zu uns? Ich habe Nägel und Faden für dich. Was? Oh ja, endlich. Wilhelms Ohr bleibt an Ort und Stelle. Ich sollte jetzt gehen. Mast und... Kann ich dem nicht sagen, dass der Riese tot ist? Seht nur, Leute! Ah ja, jetzt. Ich habe den Riesen getötet. Getötet? Was meine ganze Mannschaft nicht geschafft hat? Hört ihr, Jungs! Schämt euch! Wenn du mit den Selbstgesprächen fertig bist, komm mit mir zurück nach Artskellig. Flüchtlinge von Undvik haben dort eine Zuflucht gefunden. Ja, sind alle geflohen. Aber ich habe meiner Mannschaft versprochen, die Insel nicht zu verlassen. Und es liegt noch viel Arbeit vor uns. Oh, das wird ein so großartiges Langbrot. Okay. Großer Typ.
so viel gab's ja hier oben doch nicht. Aber wenigstens noch den Riesenlooten. So viel verschwendete Zeit jetzt. Was ist da? Oh, gibt's hier ein Fragezeichen oder sowas? Nein, ne? So, das weiß ich nicht. Landschaftblätter drin, nicht in Angriff wird. Das sind hier alle zu felsig und schlupf. Was ist denn da drüben? Ah, meisterlich gefertigter Wolfsstiefel. Guck an. Nice. Gut. Das hat sich doch jetzt voll gelohnt, nochmal zurückzugehen. Durch die Wolfsstiefel. So. Seine Kinder hier, allen seinen Kindern hier helfen. Müsste das jetzt durch sein, hoffentlich. Zack. Schauen wir mal. Was denn da jetzt? Achso, triff Jennifer. Nee, wollen wir doch gar nicht. Ich will Jennifer jetzt noch nicht treffen. So. Wir sind fast 21 jetzt. Wenn wir die Quest abgegeben haben, dann wahrscheinlich. Sehr gut. Ah, so. Ich sehe auch gerade. Ich glaube, ich muss mal Licht anmachen. Kurz vor Ende. Bis Chalmar ihm schließlich den Schädel brach und die Insel befreite vom Ungemach. Die Visage ein und rennst dann hier einfach so. Meister Geralt, die Wache hat dich vom Turm aus entdeckt. Ich wurde geschickt, um das Tor zu öffnen. Warum war es denn zu? Ist das die berühmte Skelliger Gastfreundschaft? Nein, es ist Tradition. Nach dem Fest wählen die Jarls den König. Da müssen die Tore geschlossen sein. Nur die Söhne und Töchter von Skellige dürfen sich im Schloss aufhalten. Hat Krach eine Ausnahme gemacht? Extra für mich? Alle wissen, was du für Ceres und Chalmar getan hast. Heute bist du einer von uns. Komm, Krach wartet. Ja. Wie ist die... Alles nicht besser als unser Zeichen. Ich bitte, mir zu folgen. Gleich. So, die sind nicht bei der Arbeit. Ruhig. Zu ruhig. Wieso das? Es gibt auf Skellige ein Sprichwort. Auf einem guten Fest fließen Met und Blut in gleichem Maße. Das fändet ihr auf dem Festland sicher barbarisch, nicht? Ich weiß nicht. Klingt jedenfalls besser als langweilige Bankette garniert mit Hofintrigen. Ich habe genauso wie du das Recht dazu. Und ich erwarte, dass du mich unterstützt, nicht meine Verbündeten klaust. Wenn ein Ankret die Krone tragen soll, dann... Solltest du das sein? Weil dir Flaum auf dem Kinn sprießt? Lass dir selber welchen sprießen. Vielleicht hören die Jarls dir dann auch zu. Willst du Sänge haben? Denk dran, das letzte Mal war ich diejenige, die am Schluss noch stand. Ja? Dann kämpfst du mit mir gegen die Wildkerle? Mal sehen, wer besser ist. Du oder Chalmar, der Riesentöter? Ach, hör mit deiner Scheißprallerei auf!
Ceres, hey! Ach, verdammt! Hast dich nicht gerade mit Ruhm bekleckert? Meinst du, das weiß ich nicht. Aber du hast sie gesehen, sie ist so... so... stur, jähzornig, bockig, weigert sich, auf irgendwen zu hören? Genau. Stimmt, Armband. Ceres und ich sind in dieser Hinsicht praktisch Zwillinge. Ich sehe Krach gar nicht. Spricht er gerade mit den Jarls? Nein, der ist in seinen Gemächern. Zweifellos, um deine versprochene Belohnung vorzubereiten. Wenn du gerade Muße hast, Hexer, warum nicht ein paar Haken mit den Wildkerlen? Das lockert die Gelenke nach der Reise. Vielleicht später. Ich hab dich im Blick. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sich schlägt. Nicht toll, dieses Schwert. Woher habt ihr aber diese ich ziehe Kelche? Meine gute alte Axt. Da findet man mehr Silber. Auf dem Festland errichtet man. Möge deine Axt nie zerbrechen. Ja, genau. Sie kennen die echten Götter nicht. Und kriegt das Wasser auch sein eigenes Tabernakel. Hallo, Birna. Gefällt dir das Fest nicht? Das ist kein Fest. Das ist ein Bauernmarkt, wo Stimmen wie Schaffelle gekauft werden. Aha. Svanrik wird nicht um Unterstützer werben? Brans Sohn falscht nicht um eine Krone, die ihm von Rechts wegen zusteht. Soweit ich weiß, erhält der Kandidat mit den meisten Stimmen die Krone. Das ist Tradition. Aber nicht alle Traditionen sind gut. Das Geschick der Inseln sollte einer einzigen Familie anvertraut werden. Ich nehme an, dir schwebt eine bestimmte Familie vor. Natürlich. Bran war der beste König, den Skellige seit Jahrhunderten gesehen hat. Der Thron sollte an Svanrik gehen, seinen rechtmäßigen Sohn, und dann an dessen Söhne. Was ist falsch daran, euren König zu wählen? Geh herum und hör zu, dann weißt du es. Die Anwärter vergeben bereits Ländereien, Privilegien, Titel, günstige Urteile. Sie benehmen sich wie Huren, die ihre Röcke für jeden Passanten heben. Ein König von Wählergnaden ist kein Herrscher, sondern ein Schuldner. Das muss aufhören. Wir müssen damit beginnen, Brans erstgeborenen Sohn auf den Thron zu setzen. Ich hoffe, dass die Jarls die Weisheit darin sehen. Du verlässt Kaer Trolde? Morgen, bei Tagesanbruch. Viel Spaß noch, Meister Geralt. Darf ich? Du musst sogar. Komm, ich habe auf dich gewartet. Na, gefällt dir das Fest? Besser als die Festlandbälle? Es gibt jedenfalls mehr zu trinken. Ja, und ob. Alles aus meinem Keller. Doppelmet, Trippel, zintrischer Pflaumenbrand, Mahakama-Schnaps, der in der Kehle brennt wie kochendes Wasser. Die Ankrets wissen, was Gastfreundschaft heißt. Ich sah dich mit Birna reden. Worum ging's denn? Politik. Was anderes interessiert sie schließlich nicht. Sie wollte mich überzeugen, dass wir Brans Andenken ehren müssen. Und dass sich deswegen meine Kinder aus dem Rennen um die Krone nehmen und Svanrik unterstützen soll. Warum nur glaube ich, dass du sie hast auflaufen lassen? Das ist noch freundlich formuliert. Ich habe sie rausgeworfen. Fühlst du dich zwischen Hjalmar und Ceres hin und her gerissen? Ob ich einen Favoriten habe, meinst du? Nein. Sie sind verschieden wie Feuer und Wasser. Aber in beiden fließt das Blut der Ankret. Du hast mir eine Belohnung versprochen, wenn ich deinen Kindern helfe. Und ich habe vor, mein Wort zu halten. Hier. Dieses Ding ist seit Generationen in Familienbesitz. Ich gebe es dir für deine Verdienste um den Fortbestand der Linie. Schöne Arbeit. Danke. Ich habe zu. Okay. Hjalmar hat wohl schon wieder eine Schlägerei angefangen. Das ist nicht Hjalmar. Gehen wir. Thank you.
Scheiß. Was war das denn? Sind dann auf einmal Bären reingekommen. Tuch! Gib mir ein Tuch! Ich muss die Blutung stoppen! Schnell! Nimm meinen Mantel! Halt durch, Sohn, du schaffst das schon. Mich hatte mal ein Hai am Bein gepackt. Halb John! Er ist tot. Krach! Wo sind diese Bären hergekommen, hä? Antworte sofort! Pass auf, wie du mit meinem Vater sprichst. Steck das Schwert weg, Kleiner. Sonst verliert Krach auch einen Sohn. Du beleidigst mich, Lugos. Jetzt bedrohst du meinen Sohn, das lasse ich nicht zu. Dann komm her, los! Ich mach dich kalt wie einen räudigen Hund. Beruhigt euch, ruhig. Es ist genug Blut geflossen. Jemand hat diese Bestien hergebracht, um unsere Söhne und Brüder zu ermorden. Wir können sie nicht wieder lebendig machen. Doch wir müssen sie rächen, wenn wir können. Diese Bürde fällt dem Gastgeber zu und seinen Nachkommen. Finde den Schuldigen, Ankret. Finde und töte ihn. Sonst wird deine Sippe für die nächsten 100 Generationen verflucht sein. Verflucht. Das ist ja ein schönes Chaos. Du untertreibst. Wir müssen Hinweisen nachgehen und Überlegungen anstellen. Wir müssen rausfinden, wie das passieren konnte, sonst... Dazu haben wir keine Zeit. Ich weiß, wo die Schuldigen sind. Warte! Bist du verrückt? Du willst Leute umbringen, bevor wir wissen, was passiert ist? Forsch nach, so viel du willst. In der Zwischenzeit gehe ich unsere Sippe von der Schuld reinwaschen. Hey, die Jarls hören nicht mehr zu. Lass das Heldengetue und denk einen Moment nach. Unsere Ehre steht auf dem Spiel, Schwester. Das kann nicht warten. Hörst du mich überhaupt? Jemand hat diese Bären reingelassen. Wir müssen erfahren, wer. Und die Antwort befindet sich irgendwo in diesem Raum. Du hast recht, Cyrus. Ich helfe dir. Danke. Schön. Wir sehen uns, wenn ich mit den Köpfen der Verräter zurückkomme. Ich bleibe hier. Jemand muss sich um alles kümmern. Den Heiler rufen, die Gefallenen den Familien übergeben. Wolf, ich danke dir. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein, und ich werde es hoffentlich auch nicht wiedersehen. Woher sind die Bären gekommen? Wir haben alle gelacht, gegessen, getrunken. Dann plötzlich ein Gemetzel. Ströme von Blut an den Wänden. Was ist vor dem Massaker passiert? Was genau? Blaujung Lugos hat gewettet, dass er ein Fass Bier in einem Zug leert. Er ist auf den Tisch geklettert, hat sich ein 30 Liter Fass zentrisches Weizenbier geschnappt und losgelegt. Seine Kehle blähte sich auf wie ein Mondfisch. Er lief rot an, aber er soff weiter. Die Leute fingen an, ihre Humpen auf den Tisch zu knallen und zu skandieren: Lugos, Lugos! Dann hörten wir dieses Brüllen auf der anderen Seite des Raums. Alle drehten sich gleichzeitig um, als hätte der Steuermann gerufen. Da waren sie. Die Leute, die den Bären am nächsten saßen, konnten nicht mal die Waffen ziehen. Sie wurden in Fetzen gerissen. Wir werden sie rächen. Versprochen. Weißt du, wer gestorben ist? Drogoda, Drake Bondu, Blaujung Lugos, Halbjorn, Otrik. Die Liste ist lang. Die Thronanwärter, die noch leben, die sind schnell aufgezählt. Du, Hjalmar und Svanrik. Was willst du damit sagen? Nichts. Noch nicht. Wir haben genug geredet. Sehen wir uns um. Lass mich wissen, was du findest. Ich rede mit den anderen. Vielleicht hat jemand mehr gesehen als ich.
Bissspuren, Klauenspuren, Knochenbrüche. Kaum zu sagen, woran er genau gestorben ist. Ich weiß es nicht. Die Tore waren verschlossen. Also gut. Was haben wir denn hier? Ein Bärenschädel. Aber die Zunge ist kurz wie die eines Menschen. Das Maul riecht nach Met. Und nach etwas anderem. Etwas Erdigem. Bären mögen Honig, bevor er fermentiert ist. Seltsam. Etwas unter dem Fell. Eine Tätowierung wie eine Bärentatze. Alte Narbe. Ist wohl genäht worden. Halb Mensch, halb Bär. Wie ein Lykanthrop. Der Mond ist nicht voll. Also hat etwas anderes die Verwandlung bewirkt. Vielleicht etwas zu essen oder zu trinken. Met mit erdiger Note. Ich sollte die Hörner, Humpen und Schüsseln untersuchen. Alle Hörner sind leer. Otrik. Mist, der ist ja noch ein Kind. Erdiger Geruch im Bärenmaul. Etwas wie Pilze? So viele Wunden. Kaum erstaunlich, dass Halbjorn verblutet ist. Bei jedem Tisch ist eine Schüssel. Met in diesem und nur Met. Drogo da. Der Skalde hat ausgespielt. Der junge Lugos. Die Bären haben ihn überrascht. Er hatte keine Chance. Massakriert. Schwer zu sagen, wer das ist. Steingrim vielleicht. Hier, Met mit irgendeinem Pilz versetzt und Menschenblut. Ceres! Oh, krass. Eine Wache hat gesehen, was passiert ist. Das waren keine Bären, sondern... Menschen, die sich in Bären verwandeln. Mhm. Berserker. Ich glaube, ich weiß, warum sie sich verwandelt haben. Es war der Met. Riech mal. Met mit Blut versetzt. Und mit noch etwas. Könnte ein Pilz sein, aber ich weiß nicht, was für einer. Hjort könnte uns helfen. Nur wenige Druiden kennen sich besser mit Kräutern aus. Kann nicht schaden. Ah, welche Schande! Die schlimmste seit dem roten Begräbnis. Da sind weniger gestorben. Und kein Sohn eines Freier, wenn sich rausstellt, möge die See die Verräter lieben. Wenn Krach sich als schuldig erweist, werden wir ihn nach unseren Gebräuchen verurteilen. Ja, dann reiß ich ihm den Kopf ab. Freya, unsere Mutter. Möge die See die Verräter holen. Freya, unsere Herrin. Darf ich kurz stören? Das hast du bereits. Was gibt's? Irgendjemand hat eines der Metfässer mit Blut und einem Kraut oder Pilz verunreinigt. Ceres meinte... Gib mal das Horn her.
Ich kenne diesen Geruch. Ein Pilz. Mardrömme. Mardrömme. Nie gehört. Hier auf dem Festland hat einen anderen Namen dafür. Psilocybin, glaube ich. Richtig. Bauern nehmen ihn, um Schmerzen zu lindern. Das hat Udalric auch getan. Aber nur ein paar Mal. In großen Dosen rufen Psilocybin-Pilze Visionen und Albträume hervor. Ja, das Letzte, wovon Udalric noch mehr gebrauchen konnte. Danke für deine Hilfe. Blut und Mardrömme. Das Aroma von Menschenfleisch und einer Substanz, die Visionen hervorruft. Das könnte den Anfall verursacht haben. Vielleicht sogar die Verwandlung. Kann sein. Unwahrscheinlich, dass der Met erst in der Halle manipuliert wurde, vor so vielen Zeugen. Das stimmt. Ich habe bei den Vorbereitungen geholfen. Das wäre mir aufgefallen. Vielleicht ist es passiert, bevor die Getränke nach oben gebracht wurden. Im Keller. Komm, vielleicht finden wir dort ein paar Hinweise. Wir müssen die Verräter schleunigst finden. Sonst nehmen die Krieger die Sache in die Hand. In der Burg herrscht schon genug Aufregung. Glaubst du, sie würden Krach offen angreifen? Meinen Vater oder sich gegenseitig. Alte Skelliger Tradition. Wir hatten schon lange keinen Bürgerkrieg mehr. Ich wusste, es gibt Ärger. Es war alles viel zu ruhig. Seltsam. Das hat Arnwald auch gesagt. Dass auf guten Festen nicht nur Met fließen muss, sondern auch Blut. Der Wunsch ist ihm erfüllt worden. Deinesgleichen erkenne ich auf eine Meile. Hallo. Hallo. Weißhaar. Ich hätte einen Festländer heiraten können. Sicher hat er einen Riesen getötet, aber jetzt hängt er nur rum und verführt die Mädels. Ich hoffe wirklich, dass Hjalmar etwas Sinnvolles macht und nicht nur auf einen Kampf aus ist. Entspann dich. Dein Bruder ist ungeschickt, nicht dumm. Ja, na, dann gucken wir doch mal, was da so drin ist. Wir bewahren den Alkohol am anderen Ende des Kellers auf. Komm, ich zeig es dir. Oh, der Gestank. Ist das Wodka? Mahakama-Schnaps. Da hat jemand mehrere vorzügliche Fässer ruiniert. Zum Glück hat Vater gerade andere Sorgen. Hinter dir. Da bin ich aber froh. Blut und Pilze. Meinst du, wir finden raus, wo dieses Fass herkam? Sieht anders aus. Was zum... Scheiße. Der Schnaps! Da ist noch ein Ausgang hinter den Fässern. Aber sie sind zu schwer. Die kriegen wir nicht weg. Hab ich auch nicht vor. Schnell. Oh.
bei lebendigem Leibe verbrennen können. Da legt aber jemand großen Wert darauf, dass wir die Nachforschungen einstellen. Nicht geheim, eher kaum benutzt. Als Chalmer und ich noch klein waren, haben wir hier gespielt. Einmal, ach, die Vergangenheit. Wenn ich den Brandstifter erwische... Mal überlegen. Er musste den gleichen Eingang wie wir benutzen. Ob er Spuren hinterlassen hat? Vielleicht. Als die Tür zuschlug und das Feuer ausbrach, hast du da auch eine Flasche bersten hören? Nein, aber ich habe auch nicht die Sinne eines Hexers. Du hörst ja bestimmt das Haar auf meinem Kopf wachsen. Ich versuche nicht zu lauschen. Komm, wir sollten den Eingang untersuchen. Ach, da ist so viel. Die Tür, die wir gerade nicht aufbekommen hatten. Da ist jemand durch den Met gelaufen. Die Spur bricht ab. Wir müssen einen anderen Hinweis finden, dem wir folgen können. Wenn nur mein Sohn so ein Held sein könnte. Er muss gemerkt haben, dass sie gerissen ist, aber er war in Eile. Was ist das? Ein Stück Stoff. Das gibt es doch nicht. Was denn? Anwaltstunika. Nur er trägt sowas. Bist du sicher? Ich habe ihn in der Haupthalle mit dem Bediensteten gesehen. Los! Na, dann fangen wir mal den Anwalt, wa? Ah! Zack. Schau, das ist er. Nimm dir ein Pferd. Wir reiten ihm nach. Los! Anwalt! Stopp, verdammt! Er wird nicht auf dich hören. Wenn ich den erwische! Du hast keine Chance! Also, das werden wir ja sehen! Zeig mir, was du zu bieten hast. Los, Plätze! Was war das denn? Scheiße, der ist schnell. Hui. Warum hast du sie verraten? Rede, oder ich beende es. Kein Ankret sollte jemals auf Skelliges Thron sitzen. Ich kenne euch besser als jeder andere. Ihr seid heißblütig, unverantwortlich. Skellige braucht Stabilität. Einen starken König. Keinen, wie ihn die betrunkenen Jarls wählen. Interessant. Das höre ich von dir zum ersten Mal. Aber ich weiß, wer genau das Gleiche sagt. Es ist Birna Bran, nicht wahr? Du warst nie ein guter Lügner, Arnwald. Wir brauchen einen Beweis. Unser Wort gegen Birnas, das reicht nicht. Anwalt, hilf uns, dann wird Vater dir einen ehrenhaften Tod gewähren. Dafür sorge ich. Ich habe Briefe von ihr, mit Anweisungen, wie der Met zu vergiften ist. Aber sie hat nicht unterschrieben und es gibt kein Siegel. Wird das reichen? Muss es. Wir sollten nicht zögern. Zeit, die Jarls zu versammeln. Ich habe die Jarls im Rat versammelt, wie du verlangtest, Serisankret.
Du behauptest zu wissen, wer hinter dem Massaker von Kaer Trolde steckt. Also sprich, das Blut der Söhne und Töchter Skelliges, wessen Hand befleckt es? Die von Birna Bran. Die Kleine ist verrückt. Denkst du, dass dir jemand glaubt? Du hast veranlasst, dass dem Berserker ein vergifteter Met serviert wurde. Wie bitte? Ich befehlige doch nicht die Dienerschaft von Kaer Trolde. Dein Vater hat das Fest ausgerichtet und die Gäste versammelt. Da ist was dran. Hast du einen Beweis für deine Anschuldigung? Ich habe sogar einen Zeugen. Arnwald? Ceres spricht die Wahrheit. Birna hat mir befohlen, den Met zu vergiften. Als Ceres und der Hexer in den Keller gingen. Du hast uns verraten? Den Clan, der dich aufgenommen hat? Gute Leute, das ist ein Diener der Ankret, ein Lakai. Er sagt, was man ihm zu sagen befiehlt. Er würde lügen, selbst wenn es ihn den Kopf kosten sollte. Birna sagt die Wahrheit. Arnwald dient auf Kaer Trolde, seit ich denken kann. Treu wie ein Hund. Ich habe noch einen Beweis. Einen Brief von Birna an Arnwald. Mit Anweisungen, wie der Met zu präparieren ist. Der trägt weder meine Unterschrift noch mein Siegel. Aber das Pergament ist von Parfüm durchdrungen. Der Duft ist sehr stark. Man kann ihn immer noch riechen. Das soll dein Beweis sein, Mädchen? Das nennst du einen Beleg für meinen angeblichen Verrat? Wie amüsant. Birna hat recht, Ceres. Das ist ein bisschen mager als Beweis für ein Verbrechen. Leider hat dein Bruder Chalmar auch noch nichts gefunden, was die Familienehre wiederherstellen könnte. Uns bleibt nur noch eins. Holger, Lugos, es ist Zeit, dass wir diese verdammte Burg verlassen. Kommt, wir müssen die Strafe für den Clan an Kret bestimmen. Ihr macht einen riesengroßen Fehler. Sei still, Streuner! Halt! Mutter! Du hast mich vor dem Fest aus der Halle geschickt. Warum? Sohn, nicht jetzt. Warum hast du das getan? Wie konntest du es wissen? Wie? Du schweigst also. Ihr habt Ceres nicht geglaubt. Ihr habt dem Hexer nicht geglaubt. Aber ihr müsst einem Sohn glauben, der die eigene Mutter beschuldigt. Das Massaker war ihr Werk. Sie hat Schande über sich gebracht, über mich, über die Familie, den Clan. Svanrig, ich habe es für dich getan. Nur für dich. Du bekennst also die Tat. Als Ältester der Jarls wasche ich den Namen des Clans an Kret rein. Und dich, Birna, verurteile ich zum Tode. Du sollst an einen Felsen gekettet Hunger und Durstes sterben. Und die Seevögel sollen deine Überreste fressen. Krasser Scheiß. Birna war machthungrig, das wusste ich. Aber dass er ein solches Verbrechen begehen würde. Und Svanrig, was wird aus ihm? Er wird seine Heimat verlieren, seinen Namen, seine Ehre. Er wird das Exil wählen oder den Tod. Genug. Was immer kommen mag, wir müssen durchhalten. Danke dir, Geralt. Erneut. Das ist nicht nötig. Genug der Bescheidenheit. Dies ist ein Land der Helden. Das soll dich daran erinnern. Und jetzt reite ich nach Gedinate, zur Ratsversammlung der Jarls. Es ist an der Zeit, einen König zu wählen. Und was denkst du? Wer wird gewählt? Komm mit, dann erfährst du es. Es kann sein, dass alle auf dein Urteil hören. Ich habe ein Pferd im Rennen. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Wie ich's mir dachte. Gut, brechen wir auf.
Wir kommen genau richtig. Sie haben schon angefangen. Es ist nicht lange her, da gaben wir König Bran dem Meer zurück. Nun endet unsere Trauer. Heute, mit der Gnade der Götter und Clans, erhält eine neue Herrscherin die Krone. Schwören wir ihr die Treue. Ich weiß, manche sehen hier lieber jemand anderen. Ich danke allen, die mir zur Seite standen. Ja, cool. Hier, unter der heiligen Eiche, schwöre ich, allen eine gute Königin zu sein. Ich möchte für Frieden und Reichtum in Skellige sorgen. Gemeinsam mit euch werden wir diesen Traum verwirklichen. Zerriss! 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 Ich hab dich rufen hören. Ja, ich hab auch gerufen. Ich danke Mutter Natur, dass sie an meiner Stimme nicht gespart hat, wie bei einigen anderen, die ich kenne. Weißt du, einer von uns, Egil, ist plötzlich stumm geworden. Keine Zauber und Tränke helfen ihm. Aber starke Gefühle und Erlebnisse können die Stimme wiederherstellen. Ich dachte, dass du vielleicht... Ich bezahle dich natürlich. Du kriegst eine exzellente Quintkarte. Ich könnte es versuchen, aber ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Du willst, dass ich ihn erschrecke? Ja, gut, gut. Das müsste es sein. Erschrecken, irritieren, was auch immer. Aber du darfst ihm nichts antun. Gewöhnlich hält sich Egil bei der heiligen Eiche auf. Der Arme betet wohl stumm um Heilung. Gut, meine Lieben. Ich denke, mit der Hauptquest sind wir jetzt so ein bisschen vorangeschritten. Zumindest Skellige-mäßig. Wir haben jetzt auch die Familie an Kret unterstützt. Einige Nebenquests gemacht. Also die haben sie ja ganz schön gezogen, die Dinger, die beiden. Hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Und ich glaube, das reicht jetzt für heute. Sind jetzt 5 Stunden dabei. Und ja, nächstes Mal können wir dann gucken, was wir noch so machen. Vielleicht spielen wir morgen auch schon weiter, das weiß ich aber noch nicht ganz genau. Ansonsten, ja, erfahrt ihr ja, wenn ich live gehe, ne? Mir hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht zu spielen. Und war auch wieder eine coole Session. Oh, Entschuldigung. Eine coole Session. Mit viel Gwind, vielen Abenteuern. Und vielen Bekannten. Hier.
genau, der Porn war wichtig. Und, ja. Wie gesagt. Dann, machen wir an der Stelle dann weiter, ne? Habt ein schönes Wochenende. Falls wir morgen nicht streamen sollten und ihr nicht dabei seid. Und, vielen Dank fürs Nachgucken. Gerne den YouTube-Kanal auschecken. Gerne auch bei meinem Streaming-Partner G-Man vorbeigucken. Der hat auch coole Spiele, die er momentan hochlädt. Oder wenn er live ist. Ne? Das ist immer dienstags und donnerstags momentan. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal, wenn die Abenteuer weitergehen.